Die Maluni Private Selection sind einzigartige, besondere und exklusive Weine allerhöchster Qualität, die es so nur bei uns gibt. Mit den Önologen machen wir Weine, die Sie begeistern sollen. Das ist die Zielsetzung dabei. Wie begeistert sind wir selber davon, was wir hier produziert haben? Wir haben hier unseren Pinot Grigio Terra ganz neu und natürlich auch unseren Sangiovese aus Mittelitalien, den wir präsentieren. Fangen wir mal an mit dem Pinot Grigio, der Grauburgunder. Der Grauburgunder aus dem Veneto. Typische Nase. Also leicht gelbfruchtige Aromen. Ja. Wirkt schon in der Nase relativ cremig und voll. Aber die Frische kommt auch rüber. Aber sehr lebendig. Genau. Auch, ja. Genau, das bestätigt sich jetzt auch. Schön. Ja. Mundvoll, ja, tollen rund, Wein. Rund wie eine Kugel, aber auch mit einer tollen Frische eben auch drin. Der Wein ist überhaupt nicht breit, ist trinkig. Man möchte wirklich ein zweites Glas haben. Unbedingt. Was ja eine hohe Qualität und ein ganz wichtiger Faktor ist bei einem Wein. Ich finde es furchtbar, wenn man einen Wein im Glas hat, der zwar irgendwo auf den ersten Moment sehr, sehr konzentriert und voll ist, und man eigentlich keine Lust auf ein zweites Glas hat. Das ist nicht Sinn der Sache. Wir wollen natürlich, dass ihr mehrere Gläser trinkt davon. Er ist auch als Solist super. Absolut. Aber auch als Speisenbegleiter, Fischgerichte, alles Sommerliche. Genau. Auch zum Spargel könnte ich mir das gut vorstellen. Wunderbar. Das ist, glaube ich, eine richtige Allzweckwaffe, auch kulinarisch gesehen. Ja. Wer Pinot Grigio mag, wird den lieben. Das ist an der oberen Premium-Spitze anzusehen. Die Qualität, die Verarbeitung, 12,5 frische Prozent. Macht einen auch nicht gleich so platt wie manche Süditaliener, die es da auch noch gibt. Jetzt kommen wir zum Roten. Wir gehen in Terre di Chieti. Das ist das Gebiet in den Abruzzen. Eigentlich das Montepulciano-Land, was Rotwein angeht. Genau. Aber es gibt eben auch gewisse Bestände an der, in Anführungsstrichen, Toskana-Rebe Sangiovese. Genau. Aus der die ganzen großen Toskana-Weine wie Brunello, Vino Nobile, Chianti hergestellt sind. Hier etwas südlicher, etwas wärmer vom Klima her, das merkt man auch. Der Wein ist von den Tanninen sanfter als jetzt die Pendants aus der Toskana. Und schon vom Geruch her relativ fruchtig, relativ saftig. Also da ist richtig viel Dampf hinter der Edelrebe zu spüren. Sehr toll in der Nase. Er hat Gerbstoffe, aber sehr reife, die dem Wein einfach eine schöne Struktur geben. Sehr gefällig. Gleich da. Es ist das da, aber auch die Lust, noch einen Schluck zu nehmen. Ja. Und dieses Experiment, die beste Rebe dorthin zu pflanzen, hat sich da für uns auch gelohnt, weil wir merken, dass dieser Ausbau einfach toll ankommt. Ein wunderbarer Wein mit trotzdem dieser Frische und dieser hohen Frucht, der nicht platt macht. 12,5% Alkohol, wieder eine sehr, sehr schöne Alternative gegenüber den 15,5% Hammern, die wir beim Primitivo weiter südlicher oder in Sizilien bei Nero d'Avolas auch mittlerweile sehr oft haben. Der macht nicht platt, der macht Lust, der macht viel Freude. Ist lebendig und frisch einfach auch, ja. Ganz wichtig. Wenn Sie es interessiert, fragen Sie nach. Uns war es eine Freude und wir werden weiter verkosten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.